Eine neue Folge Neuigkeiten heute aus meiner kleinen Werkstatt. Ich hoffe, ihr hattet allen ein schönes Wochenende. Ich werde jetzt mal so ein bisschen was sagen, was letzte Woche bei mir passiert ist und was kommende Woche bei mir passieren wird. Ich habe was zugeschickt bekommen. Wer hätte es gedacht, wieder für meinen VW-Bus. VW-Bus. Leider hat kein Name dabei gestanden, von wem es kam. Aber ich werde euch mal kurz zeigen, was das ist. Das hier ist nämlich ein Thermometer für meinen VW-Bus. Ich verliere die Hälfte. Das werde ich... Kennt ihr die Kartoffelkäfer? Boah, sogar gefangen. Oh, weg ist der Kartoffelkäfer. Cool, dass sowas fliegen kann. Ich plapper schon wieder viel zu viel daneben. Das ist ein Thermometer, das werde ich in meine Kühlbox einbauen und dann kann ich immer schauen, wie viel Grad meine Kühlbox hat und dann kann ich immer entscheiden, ob ich sie mal anmache oder halt eben nicht. Das ist halt echt praktisch, weil ich das alles in meiner Konsole verbauen werde und dann halt, wenn ich mal länger fahre, einfach nicht weiß, ob es jetzt wirklich noch kalt ist oder ob ich das Ding mal nochmal anschmeißen muss. Vielen Dank an denjenigen, der mir das geschickt hat. Sprichwort VW-Bus, ich habe letzte Woche extrem viel an meinem VW-Bus weitergearbeitet. Ich habe nämlich das Gestell, das zweite, das größere, wo auch später das Bett drauf ruhen wird, habe ich soweit eigentlich schon fertig geschweißt. Ich würde es euch zeigen, aber draußen ist es jetzt so dunkel, als dass ich euch es zeigen könnte. Das Gestell wird im Prinzip so drei Funktionen haben. Dort wird zu allem die Kühlbox verbaut sein auf einem Push-to-Open. Auszug, damit ich es halt einfach rausziehen kann und dann halt was reinpacken kann oder aber es nehmen kann. Dann wird ganz auf der linken Seite das Waschbecken eingebaut. Links kommt dann noch so eine kleine Klappgelegenheit hin und ganz rechts ist einmal eine Schublade für Töpfe und so Zeugs. Da habe ich echt viel geschafft bekommen letzte Woche, aber leider habe ich mich einmal ein bisschen vermessen. Da muss ich jetzt ein Stück wieder rausholen und das ein bisschen weiter oben festschweißen, denn das ist sonst schief auf dem Radkasten drauf. Das war ein bisschen ärgerlich. Letzte Woche war irgendwie so eine Woche, da habe ich mir oft wehgetan. Ich werde jetzt gleich ein Bild einblenden, da werdet ihr nämlich meinen Finger sehen, den habe ich gequetscht an der Tischkreissäge. Jetzt seht ihr das Bild. Sieht eigentlich schlimmer aus, als es ist, aber das war mal wieder so ein Ding, da war man sich nicht so im Klaren, dass man sich da wirklich wehtun kann. Ich werde es dir mal kurz zeigen, wie es passiert ist. Ich habe hier an der Tischkreissäge habe ich was geschnitten und habe das Ganze einfach weit rüber schieben müssen. Und das Ganze Ding klemmt mal manchmal so ein bisschen, da muss man ein bisschen mehr Kraft das Ganze schieben. Dann hängen hier noch so ein paar Sägespäne und dann geht es halt noch ein bisschen schwerer. Das liegt aber auch einfach daran, dass das Ding hier unten so genau ist und wenn dann ein bisschen Span dazwischen ist, klemmt das halt relativ schnell. Ich habe das Ganze rüberschieben wollen, das Ganze hat geklemmt, ist ein bisschen nach oben gekommen und ich habe es dann mit der linken Hand geschoben und mein Finger ist dann zwischen die Führung. Hier war das, glaube ich, ungefähr. Ihr seht, das ist alles echt schwer und genau. Da bin ich mit meinem Finger hier zwischen die Führung gekommen und dann habe ich mir das alles aufgebatscht. Naja, Dinge passieren. Mein Opa hat bei solchen Fällen früher mal gesagt, ungeschicktes Fleisch muss weg. Und in dem Fall war es halt auch wirklich so. Sieht schon gar nicht mehr so schlimm aus. Bald habe ich wieder ein Stück neuen Finger. Kennst du das, dass du dir an manchen Tagen echt nur wehtust? Schreib es mir mal bitte in die Kommentare. Ich will mich nicht so alleine fühlen. Vergangenes Wochenende bin ich wieder fleißig Kilometer gefahren, denn ich habe den lieben Philipp besucht. Ja, er heißt genauso wie ich, wird sogar so geschrieben wie ich. Der baut im Moment ein Tiny House, ein richtig, richtig cooles Projekt. Und das durfte ich mir mal anschauen. Hier ein kleiner Ausschnitt vom Video. Wir sind jetzt endlich beim Philipp angekommen. Das ist der gute Mann. Hi. Und da seht ihr auch schon das Projekt, was er baut. Philipp, was ist das? Der gängige Begriff ist eigentlich Tiny House. Okay. Ein Tischchen, hier ist so eine kleine Sofaecke, wo du jetzt stehst. Das ist ein Projekt, das wird bald auf meinem Kanal erscheinen, beziehungsweise kein Projekt, das ist ein Video, da werde ich den besuchen. Das Ganze wird in die Rubrik Werkstattbesuch fallen, einfach nur, weil es halt thematisch einigermaßen dort reinpasst. Ich werde ihn einfach mal besuchen, er wird mir das ganze Ding zeigen, mir einige Sachen dazu erzählen und das werde ich in einem coolen Video für euch extra verpacken. Wie gesagt, Philipp, lieben Dank nochmal, dass ich vorbeikommen durfte. Echt cooles Projekt. Ich werde deinen Kanal hier natürlich unten verlinken. Das bedeutet für dich, falls du dich für dieses Projekt interessierst, schau auf jeden Fall mal auf seinem Instagram-Kanal vorbei. Der macht echt coole Videos. Natürlich kommen wir jetzt noch zur Stickerflasche. Ich habe einen Sticker bekommen vom lieben Dennis. Dennis, vielen Dank für deinen Sticker. Ich finde es echt immer wieder cool, wie viel Arbeit ihr euch an mit den Stickern macht. Echt cool. Wenn du mir einen Sticker zuschicken möchtest, musst du einmal mal unten in die Videobeschreibung schauen, da habe ich dir ein paar Sachen hingeschrieben. Das ist einfach so eine Möglichkeit, dass ich einfach deinen Kanal unten mal verlinke, dass ein paar Zuschauer auf deinen Kanal gelangen. Vielen herzlichen Dank.
Vergangene Projekte. In der letzten Woche habe ich zwei Projekte rausgebracht, in denen ich an meinem VW-Bus weitergearbeitet habe. Da habe ich an mehreren Tagen habe ich wirklich was gearbeitet und habe das in einem coolen Video zusammengeschnitten. Die findest du auf meinem Kanal. Da haben ein paar Leute mich ein paar Dinge zum VW-Bus gefragt. Als erstes kommen wir zum Tarbock. Er hat mich gefragt, warum ich kein Pappelsperrholz gekauft habe, um damit dann die ganze Verblendung und die ganze Füllung zu machen. Ganz einfach, Pappelsperrholz habe ich selbst noch nie so wirklich verarbeitet. Das bedeutet, ich habe nicht so viel Erfahrung über die Standzeit, wie lange es hält, wie gut es sich wirklich verarbeiten lässt und. Dazu kommt halt auch einfach, dass ich es bei uns im Baumarkt wirklich nicht so in größeren Mengen finde. Das bedeutet, da haben die nur diese relativ kleinen Platten. Ja, man kann es sich im Zuschnitt holen, habe ich bis dato aber noch nicht gemacht. Mit OSB habe ich gearbeitet, es ist echt formstabil. Gewicht ist auch absolut in Ordnung und deswegen habe ich mich für OSB entschieden. Pappelsperrholz haben bestimmt auch schon viele geholt, ich aber nicht. Der Bodo Biskup hat angemerkt, dass ich das Ding echt gut verankern muss, damit das kein Geschoss bei einem Unfall wird. Und Bodo, du hast absolut recht, der eine Kasten wird ja dauerhaft im Auto verschraubt sein. Da werden dann vier große Gewindestäbe durch den Boden kommen, damit werde ich es dann festmachen. Der zweite, größere Kasten, den werde ich ja so gestalten, dass man den relativ schnell ausbauen kann. Und den werde ich dann an diesen wirklich festen Kasten anbauen. Und an der Karosse ist dann noch ein Platz, wo ich das festschrauben werde. Das bedeutet so, die richtige Stabilität, wo das Ganze dann bringen muss, wird dann der kleine Kasten aufbringen. Der liebe MP Woodworking hat geschrieben, dass ich schauen soll, dass die Vierkantrohre echt gut verschraubt sind oder irgendwie gesichert sind, dass die während der Fahrt nicht klappern. Hast du auf jeden Fall recht, ich werde sehr vieles verschrauben, dass es eben halt gar nicht anfangen kann zu klappern. Aber gerade solche Füllungen, die ich einfach nur so reinlege, werde ich zu Beginn erstmal reinlegen. Und werde dann schauen, wie sich es bei der Fahrt ausübt, auf der Autobahn, auf Landstraßen, auf holprigen Straßen, ob man es überhaupt merkt. Vielleicht ist es ja, sag mal, an manchen Stellen so eng, dass das sich nicht so viel bewegen kann, ergo, das Ding kann nicht klappern und dann ist es schon in Ordnung. Wenn es klappert, werde ich vielleicht einfach ein bisschen Vlies drunter pinnen, dass das dann gefedert ist und dann keine Geräusche mehr macht. Aber hast auf jeden Fall recht. Dumplay HD hat gefragt, ob ich Solarzellen auf dem Dach habe. Bis jetzt noch nicht, ist ja noch alles in Arbeit. Ich plane es aber eigentlich auch so ein bisschen, dass ich Solarzellen oben drauf mache. Aber auch hier muss ich wieder schauen, wie es in der Praxis sich ausübt. Wenn ich damit normalerweise jeden Tag auf die Arbeit fahre, kann ich die Batterie einfach mit einem Ladegerät laden. Weil wir draußen eine Steckdose hinmachen werden, damit ich einfach das Ladegerät ans Festnetz anklemmen kann. Wenn ich unterwegs bin, wäre das natürlich praktisch, so eine Solarzelle. Aber ich weiß halt auch nicht, wie lang so eine 110 Ampere-Stunden Batterie ausreicht. Klar, irgendwann ist so eine Batterie natürlich leer, aber wenn das erst in 2 Wochen ist, brauche ich eher keine Solarzelle und fahre dafür einfach mal auf den Campingplatz und lade dort dann einfach alles. Das ist so bis jetzt der Plan. Aber eine Solarzelle wäre natürlich echter Luxus, dann kann man halt wirklich nochmal so ein Stückchen autarker durch die Gegend fahren. Kaikiste hat gefragt, ob ich meine Zweitbatterie nicht mit der Lichtmaschine laden werde, beziehungsweise ob ich ein Trennräder einbaue und, damit man das mit der Lichtmaschine, die auch die Hauptbatterie vom Fahrzeug lädt, dass die dann nochmal die Zweitbatterie lädt. Da habe ich mich ehrlich gesagt nicht so schlau gemacht, einfach aus den Gründen, die ich gerade schon genannt habe, ob ich es überhaupt brauche. Wie gesagt, ich kann das Ding laden zu Hause ohne Probleme, das ist nur ein Handgriff, dann wird das Ding auch schon geladen. Und wenn ich halt wirklich länger wegfahre, muss ich schauen, ob ich den Stromerzeuger vom Auto brauche, also die Lichtmaschine. Das ist aber wirklich eine Sache, da muss ich schauen, ob ich es brauche, entscheide ich dann. Das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt eine erfolgreiche Woche, bekommt einiges an Arbeit weg und tut euch dabei nicht weh. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Ciao.